Plötzlich gab es einen lauten Knall. Alles bebte, zitterte und vibrierte in mir. Ein LKW war uns aufgefahren. Mir wurde schwarz. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf einem riesigen Schrottberg wieder, umgeben von Kupferdrähten, Aluminium, Edelstahl, Mischrott, Zink und Blei, hielt ich vorsichtig Ausschau nach meinen Freunden, die damals mit mir eingeschmolzen wurden. Nichts. Ich war allein. Eines Morgens wurde es sehr laut. Ich hörte Maschinengeräusche. Ich fühlte mich sehr unwohl zwischen dem ganzen Altmetall. Ein riesiger Greifarm kam mir bedrohlich nahe. Er schwenkte aber um und griff erstmal in einen großen Aluminiumhaufen nebenan, der wohl schon sortiert war. Nach ein paar Minuten gab es aber kein Entrinnen mehr für mich. Der Greifarm des Baggers griff erbarmungslos zu. Er riss mich in die Höhe. Es schwankte fürchterlich. Plötzlich machte der Greifer seine Arme auf und ich fiel mitten in den Container eines großen LKWs. Wir fuhren los. Irgendwann kamen wir auf einem Werksgelände an. Der Inhalt des Containers kam samt meiner Wenigkeit in eine Schredderanlage, einer sogenannten Hammermühle. Wir wurden dort in faustgroße Stücke gerissen und in nachgeschalteten Trennstufen wurden wir nach magnetischen Metallen und Leichtmetallen getrennt. Jetzt war ich Schredderschrott. Wieder wurde ich auf einen LKW geladen und zu einem Stahlwerk transportiert. Das hieß für mich wieder Hochofen, wieder eingeschmolzen werden. Ich kann euch sagen, so eine Hitze kann sich kein Mensch vorstellen. Immerhin liegt der Schmelzpunkt für Stahl bei etwa 1370 Grad. Trotz der Stahlkrise, in der wir uns 1980 befanden, wurde ich weiterverarbeitet. Die Turnhalle einer Schule in Frankfurt am Main wurde komplett saniert. Auch der Sanitärbereich wurde erneuert. Jetzt bekam ich meine wohlverdiente Abkühlung. Ich wurde nämlich zu einer Dusche recycelt. Hier habe ich 20 Jahre lang vor mich hingeplätschert und einiges erlebt, kann ich euch sagen. Im Millenniumjahr 2000 gab ich so langsam meinen Geist auf. Überall rieselte plötzlich der Kalk und ich musste entsorgt werden. Die Schule gab die Duschen und natürlich auch mich zur Demontage frei und beauftragte einen Schrotthändler aus Frankfurt mit dem Rückbau. Der Abbau verlief reibungslos. Trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl. Was wird wohl aus mir werden? Wieder wurde ich zu einem Schrottplatz in Frankfurt transportiert und dort abgeladen. Ich landete wieder auf einem großen Schrotthaufen und mit mir ein paar Duschkollegen aus der Schule. Wenigstens war ich diesmal nicht alleine. Umgeben von Aluminium, Stahlschrott, Kupfer, Messing, Schienen, Kabel und anderen Schrottsorten wartete ich gespannt ab, wie wird es nun weitergehen. Einige Zeit später hörte ich laute Geräusche, die mir sehr bekannt vorkamen. Der Greifarm des Meerschalengreifers. Diesmal erwischte er mich und meine Kollegen sofort und donnerte uns auf die Ladefläche eines LKWs. Wieder wurden wir abermals zu einem Stahlwerk gebracht, aber diesmal wurden wir nicht geschreddert. Es kam eine große Schrottschere zum Einsatz, die uns grob zerkleinerte. Der Hochofen blieb aber keinem von uns erspart, wieder eingeschmolzen. Mein neues Dasein erlebte ich kurze Zeit später auf der Intensivstation eines Herzzentrums. Ich war Teil eines großen Überwachungsapparates für schwerkranke Patienten. Ich wurde mit Datenkabel verschiedener Größen gespickt, um ein sicheres Überwachen zu gewährleisten. Das Wirrwarr an Kabeln und Maschinen wirkte auf die meisten Menschen erst einmal befremdlich. Aber dank dieser modernen Technologie hat man eine genaue Kontrolle über den Zustand eines Patienten. Das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Hier lagen Freud und Leid sehr dicht beieinander. Fast 15 Jahre lang war ich hier verkabelt und habe dafür gesorgt, dass sämtliche Computer und Monitore ordnungsgemäß und zuverlässig funktionieren. Aber auch hier musste es eines Tages modernisiert werden.
Wieder kam eine Entsorgungsfirma und räumte die gesamte Station leer. Monitore, Computer, Datenkabel, Leitungen, selbst die Intensivbetten wurden entsorgt. Mit lautem Gepolter landete ich wieder einmal auf der Pritsche eines Schrotthändlers. Ich wurde auf den Hof einer Recyclingfirma gefahren und abermals auf einen großen Schrottberg gekippt. Umgeben von verschiedenen Schrottsorten harrte ich der Dinge, die kommen. Als ich das Geräusch des Meerschalengreifers hörte, wusste ich sofort, jetzt geht's weiter. Ich wurde gepackt und in einen bereits halbvollen Container entladen. Ich landete relativ sanft. Dafür knallte mir diesmal einiges auf den Kopf. Ich lag nun mittendrin und nicht mehr obendrauf. Das hieß, ich konnte nicht sehen, wohin die Fahrt ging. Nach Ankunft und nachdem ich langsam wieder etwas erkennen konnte, traute ich meinen Augen nicht. Ich war tatsächlich wieder in demselben stahlerzeugenden Betrieb gelandet wie vor 15 Jahren. Selbst die riesige Schrottschere gab es noch und genau von dieser wurde ich wieder erbarmungslos zerkleinert. Anschließend kam ich wieder zum Ofen. Der war anders als der, den ich kannte. Es war ein Elektroschmelzofen. Nach dem Schließen des Deckels wird eine Elektrode eingefahren und der Schmelzvorgang beginnt. Es wird ein Lichtbogen mit einer elektrischen Leitung bis zu 100 Megawatt gezündet. In weniger als einer Stunde bringt der gewaltige Lichtbogen den Schrott, mich inklusive, auf eine Temperatur von 1620 Grad. Wahnsinn! Da kommt man ganz schön ins Schwitzen, kann ich euch sagen. Als ich wieder bei Sinnen war, blickte ich vorsichtig an mir herunter. Ich fühlte mich ganz wackelig auf den Beinen. Ich begutachtete mich von oben bis unten. Ich hatte einen menschlichen Körper ohne Haut. Kein Wunder, dass ich so wackelig war. Unter meinen Füßen war ein 5er Rollstativ geschraubt. Meine Güte, irgendeine Produktionsfirma hatte ein Skelett aus mir gefertigt.